Am Montag waren die Märkte noch unglaublich euphorisch angesichts der vermeintlichen Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit. Aber jetzt zündet Donald Trump praktisch die nächste Eskalationsstufe im Handelskrieg. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Ja, Donald Trump hatte gestern getwittert, es gibt bald sehr gute Nachrichten für amerikanische Autoarbeiter. Da hat man sich da gedacht, ja okay, super, das ist ein Zeichen, dass NAFTA jetzt bald zu Ende verhandelt ist, aber weit gefehlt. NAFTA-Verhandlungen, also diese Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada, die dürften sich wahrscheinlich sogar bis 2019 hineinziehen. Dementsprechend kaum eine Lösung. Und jetzt kommt Donald Trump mit einer neuen Keule und sagt, ich möchte im Grunde Autoimportzölle von 25%, wie das Wall Street berichtet. Jedenfalls hat Donald Trump eine Untersuchung jetzt eingeleitet durch das US-Wirtschaftsministerium, die klären soll, wie stark ausländische Autoimporte der US-Autoindustrie schaden. Und das Ganze basiert auf dem sogenannten Trade Expansion Act von 1962, der schon Vorwand war, Anlass war, das trojanische Pferd war gewissermaßen für diese Zölle auf Aluminium und Stahl, die aller Wahrscheinlichkeit nach auch für Europa ja ab dem 1. Juni dann kommen werden. Dieser Trade Expansion Act ist damals von Kennedy eingeführt worden und US-Präsident Kennedy also und sollte eigentlich den globalen Welthandel stärken, nur in absoluten Ausnahmefällen, da wo sozusagen ja fast bösartige Interessen der US-Industrie schaden könnten. Da gibt es die Section 232, die jetzt von Donald Trump und den Seinen permanent angewendet wird, um sozusagen zu legitimieren, dass man faktisch eine protektionistische Politik machen will. Diese Autoimporte oder Importsteuer ist natürlich jetzt eine ganz andere Hausnummer als das auf Aluminium und Stahl, was bisher ja geplant und möglicherweise jetzt eingeführt wird, auch für die EU. Das ist jetzt wirklich ein Riesenthema, natürlich vor allem für Deutschland, denn gucken wir uns mal die Verkäufe deutscher Autos an. In den USA 1,33 Millionen etwa pro Jahr, damit hat man so 7-8% Marktanteil in den USA, aber die Verkäufe sind in den letzten Jahren tendenziell rückläufig, während sie in China derzeit bei etwa 1,37 Millionen liegen, also minimal drüber, aber eben mit einer normalerweise aufsteigenden Tendenz in den letzten Jahren hier, also der Zukunftsmarkt, da der Markt der Vergangenheit, der etwas kleiner wird. Deutschland oder deutsche Autobauer stellen etwa, wie gesagt, 7-8% der Autos, die in den USA verkauft werden. Da haben etwa die Japaner zum Beispiel einen deutlich größeren Anteil. Aber entscheidend ist, der US-Automarkt hat bisher 8,3 Millionen oder importiert pro Jahr 8,3 Millionen Autos. Und davon kommen sehr, sehr viele aus Mexiko, nämlich 2,4 Millionen. Warum ist das so? Weil natürlich viele Unternehmen in Mexiko produzieren lassen und diese wohl beabsichtigte Importsteuer für Autos von Donald Trump ist natürlich auch ein Signal an Mexiko, ist ein Signal an die NAFTA-Verhandlungen, dass er sagt, Leute, wir können auch anders, dann machen wir eben Importzölle. Und dann werden kaum mehr Firmen sich in Mexiko ansiedeln, sondern direkt in den USA produzieren. Also Druck auf die NAFTA-Partner einerseits, Druck aber auch natürlich auf Deutschland insbesondere und japanische und südkoreanische Autobauer, die im Mindesten 70% ihrer Fertigung der in den USA verkauften Autos in den USA machen, während europäische Hersteller wie also auch deutsche Hersteller nur etwa 30% in den USA direkt fertigen lassen. Mithin ist Europa da also in dieser Hinsicht deutlich verwundbarer. Direkt importierte Deutschland oder exportiert Deutschland nur eine 500.000 Autos in die USA, also etwas weniger als die Hälfte. Der Rest wird im Grunde vor Ort produziert, entweder in Mexiko oder eben in den USA selber. Jetzt geht es also um viel, jetzt geht es um die Wurst. Ist das wieder mal nur eine Drohkulisse von Donald Trump? Das ist die große Frage. Wir werden es sehen. Jedenfalls reagieren die Märkte vor allem in Japan ziemlich verschnupft. Der Nikkei minus 1,33%. Autobauer unter Druck, japanische Autobauer, südkoreanische Autobauer beim Kospi etwa 2-4% das Minus. Und wie gesagt, die verkaufen zwar teilweise in den USA größere Stückzahlen, aber eben sie fertigen auch mehr in den USA. Damit sind sie weniger verwundbar, aber man kann damit rechnen dann, dass BMW, Daimler und der Volkswagen wohl heute auch deutlich unter Druck sein werden im DAX. Weniger unter Druck, Shanghai Hang Seng
Und Australien gestern ja das FOMC-Protokoll, das die US-Märkte nochmal ein bisschen nach oben gebracht hat. Die FED hat signalisiert, okay, wenn die Inflation jetzt mal über 2% schießt, dann werden wir nicht überreagieren, werden nicht sozusagen aus allen Rohren schießen, sondern gemächlich die ganze Geschichte weitermachen. Das hat die Aktienmärkte beflügelt, obwohl die FED klar gesagt hat, im Juni wird es die Zinsanhebung geben. Frage nach wie vor, sind es 3 oder 4 in 2018? Die Fed Funds Futures sind ein bisschen gefallen, was die Wahrscheinlichkeit, die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für 4 Zinsanhebungen betrifft, liegt derzeit bei 43%, war vor kurzem noch über 50%. Der Dollar jedenfalls wenig verändert, nur die Aktienmärkte höher, aber jetzt die asiatischen Vorgaben doch eher negativ. Das dürfte dann eben auch den DAX beeinflussen, wie wir gleich sehen. Und wir haben heute noch Termine, Verkäufe bestehender Häuser aus den USA, gestern ja doch eher schwache Zahlen zu den Verkäufen neuer Häuser in den USA, weil eben die Mortgage Rates steigen, die Hypothekenzinsen steigen, wird also immer teurer, die Preise steigen immer weiter. Merkel ist in China, hat sich schon mit Li Keqiang, dem Premierminister, getroffen, heute Nachmittag mit Xi Jinping, also auf allerhöchster Ebene. Sie hat einen ganzen Wirtschaftstross dabei und das zeigt, dass natürlich Deutschland sich jetzt China tendenziell annähern wird. Das ist ein Prozess. Man wird von den USA abgestoßen und man verkauft ja inzwischen schon, wie wir gesehen haben, mehr Autos in China als in den USA. Also wird China immer wichtiger. Die Partnerschaft mit China immer wichtiger. Für China wird Deutschland wohl auch immer wichtiger, weil es mit den USA auch nicht gerade einfacher wird. Aber wir haben natürlich die Situation jetzt, dass die Wirtschaftsinteressen klar in Richtung China weisen tendenziell, aber die geistigen Interessen sozusagen sind natürlich etwas anders gelagert. Wenn man sieht, was in China derzeit mit dem Datenschutz passiert etwa, da bekommt jeder einen Score, einen Sozialscore. Da gilt es als negativ, wenn man ausländische Internetseiten liest. Es gelten verschiedene Prinzipien, die den Score verschlechtern. Und wenn ich einen schlechten Score habe, dann kriege ich keinen Kredit, dann bekomme ich möglicherweise keine Wohnung zugeteilt, dann kriege ich vielleicht auch keine Sozialgelder etc. Also da wird eisenhart. Praktisch werden Menschen klassifiziert, digitalisiert und genau das versucht ja Europa jetzt zu verhindern mit der Datenschutzgrundverordnung, die morgen in Kraft tritt und viele europäische Firmen in Schwierigkeiten bringt. Aber es ist ein anderer Ansatz. In China will man eine harmonische Gesellschaft, das steht im Vordergrund, das Kollektiv steht im Vordergrund, im Westen, in Deutschland zum Beispiel, in Europa insgesamt steht das Individuum im Vordergrund, das sich dann mit anderen Individuen auf einen kollektiven Gedanken einigt. Das ist der grundsätzlich andere Ansatz eben in China, konfuzianisch, der uns noch schwer beschäftigen wird. Wir können also die Chancen ergreifen in Richtung China, aber müssen vorsichtig sein, sozusagen nicht unsere Grundprinzipien individueller Freiheit zu verraten. Sei es drum, wir schauen schnell in die Charts rein. Wir haben hier den DAX 13.002, der wird tiefer öffnen, so viel scheint sich abzuzeichnen. 12.960 in etwa. Wir haben ja gestern noch diesen relativ harten Sell-Off gehabt in Europa insgesamt, auch andere Märkte, 13.200 der Widerstand. Jetzt die Frage, wo geht es hin, lieber DAX? Die Autobauer dürften heute nicht hilfreich sein, zumindest so viel zeichnet sich ab. Neue Eskalationsstufe im Handelskonflikt, im Handelskrieg, wenn man so will. Und Deutschland ist hier besonders verwundbar. Die deutschen Autos, das ist ja sozusagen das Kernstück des deutschen Export, der deutschen Exportidee. Schauen wir uns kurz die US-Indizes an, 2724. S&P 500 nach wie vor in dieser Sideways-Range zwischen 2695 und 2740. Wir sehen hier den Vergleich, der DAX ist ein bisschen dem S&P entgegengekommen. Wir sehen den Dow Jones bei 24.800 Punkten. Gestern der Anlauf in Richtung 24.890 Unterstützung und unten Widerstand, unten Unterstützung 24.630 um und bei. Wir haben den Nasdaq gesehen, gestern stärkster Index nochmal in Richtung dieses Widerstands, etwa bei 6.958 gelaufen. Wir haben den Euro, der sich knapp über der 1,17er Marke halten kann, gestern vor des FOMC-Protokoll 1,1677 im Tief gewesen. Wir sehen den Dollarindex weiter robust, wenngleich unter der 94er Marke, haben eine leichte Erholung gesehen bei der italienischen 10-jährigen Anleihe. Gestern hatte Mattarella, Präsident Mattarella, bestätigt, dass Conte, Giuseppe Conte, der Wirtschaftsprofessor, den Auftakt zur Regierungsbildung erhebt oder bekommt. Wir haben die türkische Lira erholt, nachdem die türkische Notenbank gestern den Leitzins um 3% auf jetzt 16,5% nach oben gesetzt hat. Das hat dann
ein paar auf den falschen Fuß erwischt. Der verzweifelte Versuch, nochmal irgendwie die Lira zu stützen, die nicht mehr zu stützen ist. Wir sehen leichte Erholung bei Gold, 1295, Silber 16,43 Dollar und der Brent Öl bei 79,39 Dollar. Wird jetzt also eine heiße Kiste. Jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt geht es ans Herz des deutschen Export und damit an das Herz der deutschen Geschäftsidee, wenn man so will. Bin gespannt, wie der DAX drauf reagiert. Es gibt sicherlich bessere Nachrichten für die deutsche Geschäftsidee schlechthin. Deswegen dürfte man gespannt sein, ob der DAX das abschütteln kann, nachdem er gestern ja schon auf die Mütze bekommen hat. Ich wünsche erstmal einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Donnerstag. Zumindest hier in Norddeutschland. Diese Deutschen haben es ja derzeit schwerer als wir. Aber das ist auch durchaus verdient, nachdem wir letztes Jahr einen Katastrophensommer hatten und die Süddeutschen einen wunderbaren Sommer. Aber kurzer Gedanke, lange Rede. Ich sage erstmal Ciao, Servus und alles Gute.